Fay Fox. Und eine Prise Wunder hilft bei jedem Fluch. Fay Fox ist ein 12-jähriges Mädchen, die, seit sie auf die Welt gekommen ist, mit Fuchsohren geboren wurde. Sie kann sich nicht daran erinnern, dass es jemals anders gewesen ist. Deswegen ist sie leider die Hauptattraktion in einem Wanderzirkus. Und das auch schon, seit sie denken kann. Das Einzige, was sie von ihrer Mutter noch hat, ist ein altes Buch, in dem drin steht Freitag Fox. Deswegen heißt sie auch bis zu einem bestimmten Tag Freitag. Mehr wird gar nicht erzählt, denn dann passiert etwas Außergewöhnliches. Fay wird nämlich aus dem Käfig, in dem sie in diesem Wanderzirkus lebt, befreit von einem weißen Raben. So etwas hat sie vorher noch nie gesehen. Und der lässt das Schloss einfach schmelzen. Auch sowas hat sie vorher noch nie gesehen, denn Magie gibt es nicht in ihrer Welt. Davon ist sie absolut überzeugt. Madrigal, der weiße Rabe jedoch, der möchte sie von etwas anderem überzeugen und nimmt sie mit in einen Wald. Fliegt voraus und Fay weiß nach einer kurzen Zeit überhaupt gar nicht mehr, wo sie überhaupt noch hin muss. Sie kann ihn nicht hören, sie kann ihn nicht sehen. Sie stolpert einfach vorwärts, 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 weg von diesem Wanderzirkus und mit einem Mal steht sie einem Mann gegenüber. Das ist Mr. Graham und Mr. Graham stellt sich ihr vor als der König des Totenreiches. Und er fragt sie, ob es etwas gibt, was sich Fay am allermeisten wünscht. Und ja, es gibt etwas, was Fay sich am allermeisten wünscht. Sie wünscht sich nämlich, dass sie normale Ohren hätte und keine Fuchsohren. Sie möchte einfach nur normal sein. Und Mr. Graham verspricht ihr, dass genau das passiert, wenn Fay sie in das Totenreich begleitet. Er zeigt ihr einen Vertrag, den soll sie unterzeichnen, erst will sie den Vertrag durchlesen und dann wird er ihr aber ganz schnell weggerissen, sie soll den nur schnell unterzeichnen und sie weiß gar nicht so richtig, soll ich das jetzt tun oder nicht? Und damit fängt das Abenteuer erst richtig an. Dieses Buch ist voller magischer Zaubermomente und eine Prise Wunder, davon könnt ihr auch lesen. Lest es einfach, es ist wirklich zauberhaft. Viel Spaß!